Hallo YouTube und herzlich willkommen bei Knockover Gaming. Hier ist wieder euer Homie für euch am Start und heute gibt es wieder eine Runde Call of Duty Modern Warfare 3. Ja, was ich im letzten Call of Duty Modern Warfare 3 Video angesagt habe, dass ich das mache, ist leider noch nicht fertig, unser Clan War. Das ist nämlich jetzt, ich habe alle Videodateien zusammen. Jetzt muss ich sie halt bloß noch wegkommentieren. Ich habe bis jetzt noch keinen Bock, mich 40 Minuten lang hinzusetzen und das wirklich, ja, stumpfsinnig zu kommentieren. Gut, deswegen hier jetzt mal wieder ein Gameplay von unserem Remake. Er hat dabei die Model 1887, als Secondary die Magnum mit Taktikmesser, C4 und Flashgranaten. Ja, Remake ist unser kleiner C4-Freak. Und ja, den Spezialisten hat er auch dabei. Naja, gut, widmen wir uns mal dem Gameplay. Ich dachte, ich mache mal wieder so ein kleines Gameplay-bezogenes. Gut, hier, der geht nicht drauf, ärgerlich, aber C4, ne, an die Macht, bam, und da kommt der Typ von hinten. Das ist ärgerlich in so einer Situation. Aber da muss man durch, nur durch, wenn man Frosch werden will. Und, ja, scheiß drauf, Remake hat sich jetzt wahrscheinlich gedacht, hey, den Zahltag hole ich mir doch. Ne? Deswegen immer schön jetzt mal oben auf die Karte gucken. Da kommt einer hochgerannt, der ist aber down gegangen, aber da unten hockt ja noch einer in der Ecke und, hey, Kuckuck, da ist er, der Zahltag. Sogar mit schönem Headshot von der Magnum und Boots C4, da hat es eingeschlagen. Gut, Totenstille Pro, jetzt gerade erreicht. Und hier ein Hitmarker und da ist er tot. Ja, es kommt noch geiler in dem Gameplay, es soll wirklich Leute geben, die zwei Hitmarker von einer Schrotflinte aushalten. Unfassbar. Gut, den da schön abgeflasht mit zwei Flashes und dann schön BAM! Voll in die Fresse, die Schrotflinte. Und da gingen wirklich 6 oder 8 Kugeln, ich weiß ja, wie viel jetzt bei der Modelle rauskommen. Voll ins Gesicht. Der sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Gut, den hier abgenascht mit dem Messer. weiter geht's. Ja, immer schön hin und her rennen hier in dem Gameplay von Spawn zu Spawn. Das war, ist eigentlich das, was in dem Gameplay hauptsächlich passiert. Es ist nur hin und her rennen. Es ist, ja, ich persönlich mag es jetzt nicht so. Oh, hier wunderschöner Longshot mit der Magnum. Wenn dieses ständige Hin und Her gerenne, was jetzt nicht heißt, dass ich ein Camper bin. Oh, hier, 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 oh, wunderschöner Double Kill. Gut, Spezialistenbonus erhalten. Oh, den da noch abgenascht und wieder auf die Karte oben links gucken. Zack, das ist der nächste. Wunderschön, wunderschön. Es läuft einfach nur perfekt, dieses Gameplay hier. Anders kann man das an dieser Stelle nicht sagen. Entschuldigung. Jo, hier wieder einen Gegner-Spawner, aber da war leider der Typ, der die zwei abgenascht hat. Aber hey, da ist ja noch ein Sniper und der rennt und rennt. Bleibt einfach mal stehen. Okay, da machen wir den so, tot, weg. So, weiter geht's. Hier, boah, dass der den sieht, dass das, ich wäre tot gewesen. Das ist wieder, ja, das Luck der Überspieler, weißt du? Wir als normalsterbliche Spieler, die ab und zu mal so eine Mörderrunde hinlegen hier. Übrigens, ich hatte im MW3 noch nie eine Moab, ja, verurteilt mich, aber pff, mir scheißegal. Ich wäre gestorben in so einer Situation und jetzt geht's los hier, ey. Das übelste Gelegge im Game. Dass die Leute da überhaupt noch was getroffen haben, das ist ein Wunder. Ich weiß nicht, was der Host an dieser Stelle getan hat. Wahrscheinlich wieder Gay-Porns runtergeladen. Aber wie gesagt, jedem das seine. Ich will niemanden verurteilen. Tier, ne? Er steht vor ihm, messert ihn und erst beim zweiten Anlauf. Alter, solche Lecks. Das kann man eigentlich, das ist nicht feierlich. So, weiter geht's. Dann hier hinten rum, weil dort ja einer war. Besser gesagt, jetzt sind da ja sogar zwei. Welchen zuerst? Jetzt konnte er sich wahrscheinlich nicht entscheiden. Und da kommt der dritte sogar noch von unten hochgerannt. Jetzt kurz auf das Auto. Klappt ja leider nicht so schön mit den Longshots von der Magnum. Ja, ist zwar ärgerlich, dass die zwei hier nicht draufgegangen sind, weil die hundertprozentig nur noch eine Scheißpatrone gebraucht hätten aus der Magnum. Aber naja. Weiter geht's. Wunderbar hier mit der Magnum. Nicht mit der Magnum. Ich glaube, ein Mist schon wieder mit der Modell 1887 hier den abgenascht. Und jetzt hätte doch den hier links hören müssen. Lagebericht Pro macht's möglich, ja. Ich sag's bestimmt schon auch zum 10. Mal in unseren Videos. Da hört man eine Maus auf 1 Kilometer furzen, Alter. Probiert's aus, wenn ihr nicht. Ja, wenn ihr mir das nicht glaubt. Die Leute, die das immer noch nicht gemacht haben, und der hat sich hier wahrscheinlich auch gedacht, ich verstecke mich mal kurz vom bösen schwarzen Mann, der von hinten kommt. Das soll jetzt auch nicht rassistisch sein, weil der Remake gerade einen schwarzen Mitmenschen spielt, ne? Aber. Zack, den hier noch abgenascht, der gerade die Treppe runterkommt. Und jetzt halt wieder, was, wie soll es anders laufen? Zusehen, dass man in den gegnerischen Spawn hochkommt. Also, Remake hat sich hier für den Weg durch die Mitte entschieden. Ich wäre links rumgegangen, aber
Und er rennt sogar noch weiter durch die Mitte nach rechts. So. Jetzt kommt, glaube ich, gleich. Ja, jetzt kommt so eine Situation. Aufgepasst. Der geht noch drauf. Und jetzt ein Hitmarker, zwei Hitmarker. Und beim dritten ist er down. Ich gebe zu, den zweiten, der war fast. Oder der war nicht fast, der war in der Wand. Ich glaube mal so drei, vier Kugeln aus dem Ding. Aber trotzdem muss der noch drauf gehen. Also ich, zumindest beim zweiten. Beim ersten, okay, verstehe ich noch, dass da ab und zu mal einer nicht drauf geht. Beim Hitmarker, ne? Aber. Ja. Naja. Ihr wisst ja alle, wie es ist, die ihr das Spiel gespielt habt. Und hey, Remake ist lange nicht gestorben. Und hier wieder zwei Hitmarker und zack, da ist die Moab. Da ist die Moab. Wir sind allerdings auch schon bei 7300 Punkten jetzt. Und ihr ahnt es vielleicht schon. Ja, die Moab kann nicht mehr gezündet werden in-game. Aber naja, der Beweis, dass der Remake die Moab hatte, ist jetzt hier im Abschlusscamp. Denn hier wird so eine wunderschöne Zeitlupe gezündet. Und dann kommt der böse, böse Sniper die Treppe hochgerannt und kriegt erstmal eine volle Ladung Schrot ab. Und damit verabschiede ich mich, Remake, danke für dein Gameplay und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Homie.